Ich würde sagen, wir starten mal sportlich in den Spätsommer rein mit einem komplett neuen Outfit, zitronengelbe Jacke und Hose, wie ihr bekommen könnt später im Video. Jetzt erstmal, was geht? Ey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online News. Der wöchentliche GTA News Flash ist mal wieder am Start mit den wichtigsten News zum Thema GTA, die in den letzten 7 Tagen so passiert sind. Welche Themen sind alle mit dabei im Newsflash? Auf jeden Fall viele interessante. Unter anderem, welche neue Location wir denn mit dem Winter-Update bekommen könnten. Spoiler, ist es wahrscheinlich nicht der Mile High Club Tower in der Mitte der Stadt. Es ist wahrscheinlich irgendwas anderes. Dazu habe ich noch ein paar interessante News, ein paar interessante Infos von Rockstar Insider Test 2 im Video mit am Start. Dann natürlich noch Überblick über die aktuelle neue Eventwoche in GTA Online. Dann noch News zum Thema Cheater. Sind dankbar, dass sie in GTA Online zurückgesetzt wurden. Wegen dem Glitch denkt man sich erstmal so, hey, what the fudge cake? Und noch ein paar andere sehr interessante News. Jetzt fangen wir erstmal an. Mit dem Recap, was habe ich so in der letzten Eventwoche gemacht? Naja, nicht wirklich viel, weil ich echt keinen Bock hatte auf 2-fach Dollar Spezialfracht, eigentlich beste Geldmöglichkeit, so letzte Woche, aber ist halt ein bisschen öde teilweise zu grinden, deswegen hatte ich diesmal keine Lust, habe Diamond Casino hartes Target gemacht, war im Gewinnerteam, habe dann noch die 250k abgestaubt, dann noch ein bisschen Golf gespielt, mache ich meistens immer, wenn mir langweilig ist, Grüße an alle, die dabei waren, Penumbra FF getuned, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Tuning, habe ich ein bisschen umgebaut, das ganze Tuning-Video ein bisschen wieder abgeändert, ein bisschen neuer gemacht, fresher so, deswegen hat sich das auch verzögert, kommt aber auf jeden Fall noch und insgesamt 1.450.000 GTA-Dollar abgestaubt. Die 1 Million für September, weil alle PlayStation-Zocker bekommen ja bis zum GTA 5 Release auf der PS5 jeden Monat die 1 Million. Wie gesagt, 1 Million für September abgegriffen, 250k für Gewinnerteam, Gegnermodus, Diamond Casino, hartes Target und nochmal 200.000 wegen Twitch Prime Bonus. Yay! Ein Typ hat letzte Eventwoche Folgendes gemacht, der hat die ganze Zeit nur auf seinem Bike gesessen und Wheelies gezogen. Die ganze Woche. Langsame, schnelle, aber eher langsame. Übrigens, für sehr langsame Wheelies kann ich euch die Manches empfehlen. Nicht die Sanchez, sondern die Manches. Absolut geniales Wheelie-Bike. Das Beste. Eventwochen-Fahrzeugrabatte. Wir gehen erstmal auf Legendary. Da haben wir wieder einen Haufen Rabatte, die es eigentlich letzte Woche schon gab. Wir kommen noch zu ein paar neuen. Aber jetzt erstmal noch mal kurz zu den alten, neuen im Überblick, die Rockstar Games wieder reingebracht hat. Swinger, ich sag mal wieder Tuning für Rennen oder für Sammlung geeignet. Swinger für die Sammlung eher. 190Z, wie gesagt, sehr geniales Tuning-Auto, also ein geiler Tuning-Schatz. Hier nochmal ein geiles Tuning-Auto mit dem Viserys. Savestra, auch geniales Tuning-Auto für Tuner Mega. Der Rapid GT Classic, eher was für die Sammlung, genauso wie der Torero. Genauso wie der Infernus Classic, auch was für die Sammlung, für Rennen nicht wirklich geeignet. Und weiter unten haben wir noch Mamba, wieder für die Sammlung. Hier unten noch der Sterling GT, was für die Sammlung und was zum Tunen. Richtig schönes Auto, Centorno, Klassiker, Alter. Damals mal der beste Supersportwagen, jetzt nur noch was für die Sammlung, leider. Und der True Fate Z-Type, auch was für die Sammlung. Noch mehr Fahrzeugrabatte haben wir hier in der aktuellen Eventwoche auf Warstar Cash & Carry. Wir haben zum Beispiel ein eher vergessenes Tuning-Auto. Reduziert hier zum Beispiel den Ocelot Ardent. Hat zwar 2 Maschinengewehre, aber für Fights nicht wirklich zu gebrauchen. Eher was zum Tunen, da könnt ihr wirklich viel machen dran. Bewaffneter Temper, eher was für Fights, auf jeden Fall ziemlich geil wegen der Bewaffnung. Und das war's auch schon. 2 relativ nützliche Rabatte, einmal für Tuning-Fans und einmal für die, die sich ein bisschen bekämpfen in der Open Lobby meinetwegen. Wir gehen mal weiter zu Benny's Original Motorworks. Hier haben wir einen einzigen Rabatt in der neuen Eventwoche. Das ist nämlich der Bravado Yuga. Wenn wir den umrüsten zum Bravado Yuga Classic 4x4, dann kostet die Umrüstung weniger. Die ist jetzt nämlich um 25% reduziert. Auf Southern San Andreas Superautos.com haben wir noch ein einziges Auto reduziert und das ist der Dendrury Landstalker XL, also die große Version vom Landstalker. 25% Rabatt ist jetzt nicht krass, aber immerhin 25% auf ein komplett neues Auto hier vom Summer Special Update. Das waren die ganzen Fahrzeugrabatte von der neuen Eventwoche und jetzt gehen wir mal zu den Immobilienrabatten. Das sind halt nur 2. Wir haben zum Beispiel die ganzen Bunker reduziert um 40%. Wenn ihr noch keinen haben solltet, auf jeden Fall einen gönnen. Am besten einen hier, der in der Mitte der Map ist, wie meiner hier. Ich gehe mal kurz hier drauf, dass ihr es sehen könnt. Hier reduziert 40%. Jedenfalls, meiner ist hier unten in der Mitte der Map, weil da könnt ihr ja diese Ablieferungsmission easy machen. In den Norden und in den Süden. Habt das nicht so weit. Gerade wenn ihr es jetzt solo macht. Und dann sind auch noch die ganzen Renovierungen um 40% reduziert. Wenn ihr zum Beispiel hier Bunkerstil ändert, Schießstand, Transport und so weiter. Alles 40% Rabatt drauf. Und wie immer zum Schluss von den ganzen Rabatten noch die Twitch Prime Rabatte, die ihr bekommt, wenn ihr euren Rockstar Games Social Club Account mit eurem Twitch Prime Account verknüpft. Tarrant, geil für die Sammlung, optisch sehr geniales Auto, aber tuningtechnisch könnt ihr nicht viel draus machen und für die Rennstrecke ist er auch nicht wirklich geil geeignet. Ganz hier unten finden wir noch eine Supersportwagen-Legende, der war nach dem Centorno der beste Supersportwagen für Supersportwagenrennen, das ist nämlich der T20, jetzt ist er nur noch für die Sammlung zu gebrauchen. Twitch Prime Immobilienrabatt ist mal wieder hier unten der Nachtclub.
bei Vespucci. Der ist komplett gratis. Ich finde die Location nice, wie gesagt. Auf jeden Fall gönnen, wenn ihr noch keinen Nachtclub haben solltet. Und zum Schluss natürlich nicht vergessen, eure 200.000 abholen. Also einmal die Woche in GT Online gehen, reicht schon. Qualifiziert ihr euch für die 200.000, wenn ihr Twitch Prime Verknüpfer seid, und bekommt die dann innerhalb von 72 Stunden auf euer Konto gutgeschrieben. Funny Moment, was auch mal wieder ziemlich fresh wäre, wenn Rockstar Games das Vigilante Batmobil reduzieren könnte. Warum? Weil man damit sowas hier machen kann. Von der Eventwoche kommen wir mal kurz zu einem sehr interessanten und kuriosen Artikel, den ich vor ein paar Tagen auf giga.de gelesen habe. Und zwar heißt es hier, dass einige Cheater, die den Apartment-Transfer-Glitch gemacht hatten, wirklich dankbar für ihren Reset waren. Also dankbar dafür, dass sie eben zurückgesetzt wurden. Nur mal kurz zur Erinnerung, wegen dem Apartment-Transfer-Glitch wurden sehr viele Spieler komplett auf 0 bzw. 1 zurückgesetzt. Also 1 vom Rang her, 0 vom Geld her, ne? Und Autos wurden gelöscht, vieles mehr, Brothy wurde gelöscht und so weiter. Jedenfalls hatte Giga.de hier einige Leute interviewt, die da zurückgesetzt wurden. Einige waren eher negativ gestimmt und einige waren sogar positiv gestimmt. Fast schon dankbar, dass Rockstar Games die hier zurückgesetzt hat. Einer sagt hier, ich kann es verstehen, habe 3 Jahre kein GTA gespielt, seit kurzem wieder dabei. Mit Familie, Kind und Job hat man keine Zeit mehr, den Fortschritt aufzuholen. Die Preise sind so krank übertrieben, dass man entweder Wochen oder Monate grinden muss oder sich in Rockstars Augen am besten Sharkcards kaufen muss. Alleine die Preise für Fahrzeuge sind abnormal hoch. Mich wundert es nicht, dass die Leute sich Geld cheaten. Also der Typ hier konnte es nicht wirklich einsehen, dass er zurückgesetzt wurde. Dann schreibt hier noch jemand, Leon Kaiser, ich habe das Spiel leider deinstalliert, da die Freude verloren ging, als ich die Meldung bekam, dass alles gelöscht wurde. Bist du dankbar für den Reset? Im Endeffekt ja, aber ich finde es schade, dass man gebannt wird, wenn man einen Fehler begeht oder zurückgesetzt. Also Bann war es ja nicht, es war ein Reset. Es waren ja die ganze Zeit Geldglitches im Spiel. Diese Glitches habe ich aber gewollt ignoriert, ein Fehler. Direkter Bann ist zwar eine Strafe, die schwer zu akzeptieren ist, aber Rockstar hat richtig gehandelt. Ich habe da auch eine Story zu, wollte ich eigentlich schon im letzten Video bringen, aber habe ich nicht gemacht, weil das Video dann zu lang geworden wäre. Ich wurde ja damals auch zurückgesetzt wegen dem Leicester Flughafen Glitch, genau, der war Anfang 2019, ich glaube im Januar, wurde da auch zurückgesetzt. Also mein ganzes Geld wurde auf, ich glaube nur 300.000 hatte ich am Ende noch zurückgesetzt. Und da habe ich mir gesagt, eigentlich bin ich auch irgendwo dankbar, weil für mich war das eine Challenge, auf meinem Hauptaccount nur Legit zu spielen. Und habe seitdem auf meinem Hauptaccount, wie viel habe ich denn jetzt gerade? Irgendwas mit 60 Millionen mit Casino-Chips? Ja, also easy money. Eigentlich ist es relativ easy, in GTA Online Geld zu verdienen, wenn man sich nur mit beschäftigt. Das ist meine Meinung. Wenn ihr jetzt trotzdem keine Zeit habt, in GTA Online Geld zu grinden, kann ich euch wie immer meinen Sponsor Loot for Games empfehlen. Der ist safe und hat einen super Kundendienst. Erster Link in der Videobeschreibung. Loot for Games, günstiges Gamegeld und mehr. Bei diesen Funny Moments hier denkst du auch, die NPCs haben irgendwie Cheats oder Hacks an. Ja, wie bei diesem einen Typen. Spieler schießt auf so einen SWAT-NPC. SWAT-NPC will überhaupt nicht sterben. Ja, der schluckt gefühlt, ich hab's jetzt nicht gezählt, schluckt gefühlt 50 Shotgun-Schüsse mit der Sturmschrotflinte auch noch nachher. Und irgendwann denkt sich der Spieler, Alter, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich schmeiß den jetzt einfach mit einer Haftbombe an und spreng den in die Luft. Was macht der NPC? Er schießt auf die Haftbombe, die er in der Hand hält, und der Spieler explodiert. Alter. Das gleiche denkst du ja auch bei diesem Ninja-Cop. Spieler sieht einen Cop vor sich, zieht ein Messer, will den angreifen. Cop hat einfach die Reflexe des Todes, weicht dem Messer aus und greift den Spieler an. Wieder zurück in der Eventwoche. Und was dreht sich da hinter mir auf dem Podium? Ein richtiges Model, nämlich die Coquette D10. Einige sagen sogar, das schönste Auto vom Summer Special Update. Es gibt aber noch ein anderes geiles Auto, ein richtig schönes Tuner-Auto. Naja, oben habe ich euch mal verlinkt, Coquette D10 Tuning und Test, falls ihr Bock habt, euch das mal reinzuziehen. Ich werde das Ding mal versuchen, am Glücksrad zu gewinnen. Naja, 40k. Wisst ihr, was auch richtig geil ist? Und da habe ich für euch einen kleinen Geheimtipp oder einen großen Geheimtipp sogar. Nämlich das Halbkettenfahrzeug. Wird von sehr vielen Leuten unterschätzt, ist aber einer der besten Oppressor Mark II Bike Konter. Am besten, wenn ihr zu zweit seid. Einer vorne, der fährt, halt Fahrer, und hinten einer im Geschütz. Weil wenn einer als Fahrer vorne drin sitzt, ist der Typ nämlich hinten am Geschütz vor den Raketen vom Mark II Bike geschützt. Und das Ding kann ohne Spaß 20 Mark II Bike Raketen schlucken. Von dem Funny Moment noch zu einem weiteren Artikel, der ist wirklich noch kurioser und seltsamer als der, den ich vorhin hatte mit den Cheatern, die wirklich dankbar für den Reset sind. Hier geht es um einen 15-jährigen GTA Online Spieler, der mein MMO aufgefallen ist, und deswegen hat mein MMO.de diesen Typen interviewt. Was hat dieser 15-jährige GTA Online Spieler gemacht? Er war immer, wow, Achtung, jetzt kommt's, was Legendäres, was fast schon Revolutionäres in GTA Online Lobbys.
Er war immer nett zu anderen Spielern. Ja? Er kommt in eine GTA Online Lobby und begrüßt erstmal alle. Hey, habt einen schönen Tag. Bleibt mal alle safe und gesund in diesen schwierigen Zeiten. Ich liebe euch alle und so weiter. Also er war halt immer nett zu anderen Spielern, hat Spieler gegrüßt, hat für eine sehr positive Atmosphäre gesorgt in GTA Online Lobbys, was wie gesagt schon fast revolutionär ist, weil man weiß es, GTA Online Lobbys sind meistens voll mit sehr toxischen, sehr negativen Spielern, die andere nur trollen, abgriefen, abfucken, dies, das. Also eher eine ungemütliche Atmosphäre. So, deswegen hat mein MMO den halt interviewt und zu seiner Begründung, warum macht er das jetzt eigentlich, hat er Folgendes geschrieben. Es gab kein wirklich konkretes Event, was bei mir den Gedankengang hervorgerufen hat. Ich habe nur über meine Spielstunden hinweg immer wieder Griefer, Trolle, etc. gesehen und wollte nie so enden wie die. Deshalb habe ich dann so ungefähr bei Spielstunde 500 beschlossen, sozusagen das Gegenteil zu sein und mit einer positiven Einstellung auf Leute zuzugehen und nicht abwesend oder gar beleidigend zu sein. Ganz am Ende vom Interview noch ein paar sehr coole Sätze, die man sich vielleicht als Vorbild nehmen könnte. Und zwar, man hört zwar von den Eltern oft die Phrase, es ist doch nur ein Spiel. Die meisten sind vielleicht davon genervt, aber am Ende ist das doch wahr. Es ist ein Spiel, es soll Spaß machen und man soll von der realen Welt abschalten können, um sich zu entspannen. Es ist kein Job, also behandelt es auch nicht so wie einen und nehmt es nicht zu ernst. Da fühle ich den Typen auf jeden Fall. Von dem 15-jährigen GTA Online-Spieler, der immer nett ist in GTA Online oder es zumindest immer versucht, zu einem anderen Spieler in GTA Online, der nicht nett ist. Der geht dann so an den Strand, stellt sich vor so ein Bikini-Girl und versucht einfach nur sein Messer zu ziehen. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Rockstar Games schenkt uns in dieser neuen Eventwoche einmal die zitronengelbe Sportjacke und dann unten noch die zitronengelbe Sporthose. Wir gucken erstmal bei den Hosen, wo wir die zitronengelbe Sporthose finden. Gibt es wie gesagt kostenlos, einmal hier bei den Sporthosen und da haben wir schon die gelbe Sporttrainingshose for free. Dann noch zu dieser wunderschönen, stylischen, zitronengelben Sportjacke, die ist bei den Oberteilen ein bisschen versteckt, finde ich, hier bei Sportoberteile. Gelbe Sporttrainingsjacke. Auch für umsonst. Auch noch was super stylisches hat der Typ hier im Funny Moment gemacht. Der war mit seinem Oppressor Mark 1 Bike so ein bisschen auf Easy Mode am Rumstunten. Crasht dann gegen dieses Autobahnschild und jetzt kommt's. Er macht einfach so eine 720-Drehung, komplett unerwartet. Und dann die Landung ist halt das super stylische, das Geile. Einfach so dieser Deal-With-It-Moment, oder? Spielecharts sind wieder am Start. Wir gucken, wo GTA 5 gechartet ist. Und zwar bei den UK Top 40, die 40 meistverkauften Games aus dem Vereinigten Königreich. Hier von der letzten Woche, die ging bis zum Samstag, den 5. September. GTA 5 ist ein bisschen abgestürzt von Platz 4 auf Platz 7. Also alles wieder back to basics, wieder ganz normaler Alltag. Und deswegen gleich mal noch ein geiler funny Moment hinterher. Du cruisest so mit deinem Infernus durch die Straßen, denkst dir so nichts. Auf einmal kommt von links, ich muss erst genauer hingucken, ein Krankenwagen über die Kreuzung geballert, fliegt so von links nach rechts aus dem Nichts. Und du denkst dir nur so, ja, ganz normaler Alltag in GTA Online. Wir sind zurück in der Eventwoche und wir kommen auch gleich mal zu den Geldverdienen-Möglichkeiten. Was haben wir alles Neues am Start? Wir haben zum Beispiel einmal das neue RC-Bandito Zeit drin. Das finden wir hier unten. Das heißt, Achtung, Vespucci Beach. Ein Stückchen weiter rechts finden wir hier das normale Zeitrennen und das heißt hier Elboro Heights. Das neue Premium-Rennen in dieser Eventwoche ist mal wieder ein richtig geniales Oldschool-Rockstar-Landrennen. War damals, ich glaube Anfang 2014, so mein erstes Landrennen, was ich intensiv gesuchtet habe, um damit meine ersten GTA-Dollar zu verdienen. Kanal frontal auf Muscle Cars festgelegt. Ich kann euch auf jeden Fall den Vapid Click empfehlen. Hammergeiles Auto wegen der Beschleunigung und dem Handling. Super für Kanal frontal geeignet. Noch besser zum Geldverdienen geeignet ist in dieser Eventwoche hier aber doppelt Geld und doppelt RP auf den Gegnermodus Landgrab 1 bis Landgrab 7. Ist ein Gegnermodus, wo ich mich erst gefragt habe, Digga, ist der jetzt neu oder alt? Der ist aber alt. Den habe ich wirklich noch nie gespielt. Jetzt durch diese Eventwoche das erste Mal gezockt und ich finde den echt nice, muss ich sagen. Ich finde Landgrab ist irgendwie eine ziemlich coole Mischung aus Run and Gun und King of the Hill. Wer die Spielmodi kennt, ich glaube, der weiß, was ich meine. Also so ein Mix aus diesen beiden Spielmodi. Was müsst ihr machen? Ihr müsst einfach mit eurem Team genug Felder aufnehmen auf dieser Art, ich sag mal, Tron-mäßigen Karte. Und wenn ihr genug Felder eingenommen habt, seid ihr am Ende im Gewinnerteam. Und wir hatten nach ca. 30 Minuten um die 123.000 GTA-Dollars. Ist jetzt nicht wirklich viel, aber ist ganz okay. Auch noch ziemlich geil ist in dieser Eventwoche, dass es doppelt Geld auf Bunkerverkäufe gibt. Bunker ist eine super Möglichkeit, um halt passiv, also nebenbei, Geld zu verdienen. Für alle, die jetzt noch keinen Nachtclub haben, auf jeden Fall Bunker gönnen. Nachtclub kann ja ruhig erst später kommen. Jedenfalls, es gibt mit doppelt Geld jetzt auf den komplett vollen Bunker 2.100.000 GTA-Dollars, wenn er es wirklich zum weitesten Punkt hin verkauft. Ich würde es aber so machen, einmal Vorräte kaufen und dann warten, bis die ersten Vorräte aufgebraucht sind und dann sofort solo verkaufen. Ansonsten wird es halt zu viel, braucht ihr noch einen Kumpel für, ne?
immer gleich sofort solo verkaufen. Und ich sag deswegen Bunkervorräte kaufen und nicht stehlen, weil ihr nach dem Kaufen das Geld super easy in, sag mal, 10 Minuten wieder reingeholt habt mit zum Beispiel VIP-Jobs oder Terrorbyte-Jobs. Die wirklich beste Geldverdienmöglichkeiten dieser Eventwoche sind natürlich Diamanten im Casino-Tresorraum. Yep, Rockstar Games hat endlich mal wieder Diamanten in den Casino-Tresorraum gepackt, also als mögliche Beute beim Casino-Raubüberfall. Und diese Diamanten sind jetzt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit am Start. Also falls ihr jetzt, sagen wir mal, Gold habt irgendwie oder Bargeld, ist halt, finde ich, Schmutz. Ich nehme halt nur Kunst oder, wenn es möglich ist, Diamanten. Also falls ihr jetzt Bargeld oder Gold habt, würde ich den Raubüberfall immer über Leicester abbrechen. Kostet zwar dann nochmal, aber dann könnt ihr gleich wieder Raubüberfall neu starten und habt dann wahrscheinlich schon Diamanten. Ich persönlich kann euch nur empfehlen, macht den Diamantenraub auf jeden Fall zu zweit, weil da gibt es halt den höchsten Payout. Bei Kunst gibt es so um die 1 Million, wenn ihr es zu zweit macht. Und bei Diamanten gibt es so um die 1,2 Millionen, wenn ihr es zu zweit macht, für jeden. Und zum Schluss kommen wir mal wieder zu der spannenden Frage, welche komplett neue Location, oder wie Rockstar Games geschrieben hat, komplett neuen Schauplatz wir denn mit dem neuen Winter Heist Update bekommen könnten. Also Winter Update soll ja das größte Update ever werden in GTA Online mit einem komplett neuen Schauplatz, wie es Rockstar Games geschrieben hat. Wahrscheinlich dann Anfang Dezember. Und jetzt sind natürlich alle GTA Online Fans richtig geisteskrank am Rumrätseln. Welches denn nun dieser komplett neue Schauplatz sein soll, welchen wir dann mit dem Winter Heist Update in GTA Online dazu bekommen werden. Ich habe dazu ja mal vor ein paar Tagen eine Umfrage gemacht, was ihr so denkt. Also was schätzt denn ihr? Welchen komplett neuen Schauplatz werden wir mit dem neuen Heist Update im Winter in GTA Online bekommen? So habe ich die Umfrage genannt, da habe ich hier einige Optionen. Also die meisten von euch denken, dass es der Mile High Club Wolkenkratzer in Los Santos werden wird. Dann die zweitmeisten, also auf Platz 2, eine neue Insel in der Nähe von Los Santos, also eine komplett neue Insel wäre das ja dann. Auf Platz 3 haben wir hier North Yankton, auf Platz 4 Liberty City und auf Platz 5 etwas komplett anderes, womit überhaupt niemand rechnet. Und genau zu diesem Thema, also welchen komplett neuen Schauplatz bekommen wir mit dem Winter Heist Update, haben wir jetzt neue Informationen von Rockstar Insider Test 2. Er hat hier geschrieben, dass es wahrscheinlich nicht der Mile High Club Tower werden wird, also der große Wolkenkratzer in der Innenstadt wird wahrscheinlich laut seiner Ansicht nicht ausgebaut werden, genauso wie ja das Casino ausgebaut wurde. Viele denken deswegen halt auch, dass eben als nächstes der Mile High Club Tower dran ist, dass der dann fertiggestellt wird. Test 2 begründet jetzt seine Meinung damit, weil ja bei Mile High Club Tower bestimmte Missionen stattfinden. Also wir haben da zum Beispiel eine VIP-Mission, dann eine Martin Madrazo-Mission, wo wir oben welche abknallen müssen. Dann haben wir noch einen Gangangriff, dann haben wir noch ein RC-Zeitrennen, soweit ich weiß, und noch irgendwas anderes. Jedenfalls einige Missionen, die ringsum und beim Mile High Club Tower stattfinden. Okay, das ist seine Begründung. Dazu habe ich noch ein interessantes Gegenargument gelesen, nämlich unter meiner Umfrage hat da jemand von euch das in die Comments geschrieben. Er hat hier geschrieben, dass da zwar Missionen sind beim Mile High Club Tower, aber was hält denn Rockstar Games davon ab, die nicht einfach zu entfernen bzw. irgendwie anzupassen, zu verändern, dass sie denn eben das Mile High Club Tower Gebäude fertigstellen können, um damit eine massive Menge an Geld zu generieren in Form von Sharkard Money. Millionen von Sharkard Money. Ich meine, was haben die mit diesen Missionen verdient, wie ihr schon schreibt? Nicht viel, oder? Von daher, was hält die davon ab, die einfach anzupassen, zu entfernen oder irgendwas damit zu machen, dass die eben den Mile High Club Tower ausbauen können? Ist auch ein Argument, würde ich sagen. Okay, das erstmal dazu. Aber was könnte denn jetzt wirklich kommen mit dem Winter-Update? Was wäre denn am wahrscheinlichsten laut Rockstar Insider Test 2? Yep, der hat sich dazu geäußert, was denn vielleicht mit dem Winter-Update als komplette neue Location kommen könnte. Hier hatte nämlich jemand gefragt auf GTAForums.com, übrigens größtes GTA-Forum der Welt, hatte gefragt, na was wäre denn zum Beispiel mit Mansions, also mit großen Villen, mit Anwesen, also sowas wie diese fette große Playboy-Villa da in der Nähe vom Golfplatz. Könnte doch Rockstar Games auch bringen. Und da hat da Test 2 geschrieben, stelle ich mir schwierig vor, weil guck mal, wenn sich da zwei Leute in deinem Vorgarten bekriegen, das wäre doch Schwachsinn, oder? Wie könnte das Rockstar Games jetzt lösen? Nämlich mit einem komplett neuen Schauplatz, einem komplett neuen Place, wie ihr hier schreibt. Wenn man jetzt annimmt, dass diese komplett neue Location eine Insel ist, oder eine neue Stadt. Das heißt, Rockstar Insider Test 2 geht jetzt mehr so in Richtung neue Insel bzw. neue Stadt. Wenn ihr jetzt mich fragen würdet, so, hey Max Holz, was denkst du, was kommt denn als komplett neuer Schauplatz mit dem größten Update ever, Winter Update GTA Online? Was ist das für eine Location? Also, meine Gedanken mit den neuen Informationen, die wir jetzt haben, also dass es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, dass es mal ein High Club Gebäude kommt, denke ich, und hier sind meine Favoriten, denke ich, dass es vielleicht North Yankton wird, weil North Yankton, da hatte schon in der Story der erste Heist gespielt, Michael könnte vielleicht zurückkommen, die Spieler haben eine Location, wo es das ganze Jahr überschneit, es wäre eine separate Location,
Rockstar Games hätte nicht so diese Probleme mit irgendwelchen Performance-Bugs, meinetwegen irgendwelche Bugs, Glitches oder Framerate-Einbrüche. Ihr wisst ja, diese ganzen Spielfehler, die entstehen, wenn zu viel auf der Map abgeht. Und mit dem Casino hatten wir ja schon ganz schöne Framerate-Einbrüche, also ganz schöne Grafikruckler. Solche Fehler könnten die eben mit diesem komplett abgetrennten Bereich, also North Yankton, minimieren. Da könntest du vielleicht mit einem Flugzeug hinfliegen, hast eine Cutscene oder sonst was. Was ich mir auch vorstellen könnte, und das ist mein zweiter Favorit, den ich jetzt für realistisch halte, mit den neuen Informationen, die wir haben, das wäre, wie Testu auch schon gesagt hat, eine neue Insel, die auch irgendwo abgetrennt im Meer sein könnte. Eine fette Insel mit einer dicken Villa drauf, irgendein Anwesen, wo so ein Drogenboss drin sitzt, den wir ausrauben müssen. Könnte ich mir gut vorstellen. Und da könnte zum Beispiel Rockstar Games auch Guama als Vorbild nehmen. Und die könnten halt das Grundgerüst von Guama nehmen und das weiter auf GTA Online anpassen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also meine Favoriten, wie gesagt, North Yankton, neue Insel im Meer als Winter-Update-Location, als komplett neuer Schauplatz. Mile High Club Tower habe ich noch nicht aufgegeben, aber es wird halt immer unwahrscheinlicher. Und ganz zum Schluss habe ich noch genau drei Funny Moments für euch, nämlich drei Kopfsprung-Fails, habe ich einfach mal genannt. Der erste Kopfsprung-Fail-Typ will vom Pier springen, springt erstmal körpermäßig mit dem Kopf auf den Holzboden. Als nächstes denkst du, der ist safe, er springt ins Wasser. Nope, da kommt ein Boot an, er knallt mit dem Kopf auf das Boot drauf. Fail Nummer 1. Kopfsprung-Fail Nummer 2. Der Typ will sich einfach nur, ich glaube, abrollen. Und macht dabei aber einen Kopfsprung auf den Stein drauf. Mit dem letzten Kopfsprung-Fail rechnest du wirklich überhaupt nicht, weil er springt vom Pier. Du denkst dir, ja, okay, wird durch das Wasser abgebremst. Er ballert wirklich bis komplett auf den Stein, knallt mit dem Kopf auf und stirbt. Das sind Momente, wo ich mir denke, Alter, Glitches in GTA Online sind doch manchmal echt was Geiles. Nur manchmal, okay, in dem Fall. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Peace out, bye bye, ciao, ciao.